Meine Damen und Herren, ein neues Game ist am Start. Heute released, 19.01. Da ist die Aufnahme, sehen wir das wahrscheinlich später. Elena in the Arena. Also der Name ist schon super sick. Leider gibt es das nicht auf Deutsch, sondern nur auf anders. Und es ist ein Game, wo die Entwickler von Slay the Spire, Into Breach und Fights in Tight Spaces eine sicke Orgie hatten. Also die haben sich da aber auch gelebt. They love it. Warum muss ich hier kämpfen? Ich muss hier kämpfen. Ich kämpfe einfach mal. Ah, ich habe ich auf Tutorial geklickt. Doch nicht so schlimm. Ich erkläre das Spiel sowieso nochmal. So, dieses Game ist sehr, 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 sehr schwer. Es ist super hart. Ich habe schon etliche Aufnahmen versucht zu machen. Oh my god, I failed miserably. Sagt man das so? Miserably? I failed insanely. So, denn dieses Game basiert wie viele Card Games auf Energie. Ihr kriegt Energie, ihr kriegt ein, ihr habt ein Deck am Anfang, ihr kriegt Karten zugeschmissen, random. Und dann prügelt ihr euch quasi durch das Game. Hier ist es so, dass man jetzt in dem Fall einen Gegner hatte. Ja, das war quasi so ein Tutorial-Gegner, kann man sagen. Und danach gibt es aber auch Gold. Und die Leute freuen sich. Ne, es ist einfach schön. So, jetzt haben wir hier Watchful. Die können wir quasi mehrmals hintereinander spielen. Mag ich aber tatsächlich nicht so. So. Within Attack Range. Aha. Habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Wir nehmen das mal. So. Und dann haben wir hier einen Crossbow. Das folgt. Das erkläre ich gleich alles noch, keine Sorge. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, dass wir hier in das Tutorial reingeflogen sind. Normalerweise ist hier was anderes. Normalerweise ist hier der Mystery Shop. Aber den hatte ich anscheinend nicht. So, hier ist quasi unsere Auswahl, was für Schritte wir gehen können. Normalerweise kennen wir das so als Tree. Na, wo gehen wir lang? Na, und hier haben wir immer drei Sachen zur Auswahl. Wenn wir das machen, dann haben wir das zur Auswahl. Das ist ganz cool. Also es ist quasi dem System sehr, sehr ähnlich und wir können alles abarbeiten. Wenn wir aber 5 killen, können wir zum Champion. Na, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Wir gehen erstmal in ein Event. Verlieren HP und kriegen Kohle. I like my life. So, und dann können wir die Auswahl, haben wir Auswahl zwischen Heal und Training. Wir nehmen natürlich Training, denn ihr wisst, wie es ist. Karten kann man verbessern. You can do it. Und ich bin natürlich ein ganz großer Freund davon, Karten for free zu machen. Wind Up ist ein Spell, der quasi den nächsten Auto-Tag verdoppelt. Das ist sehr gut. Ist nicht überragend, aber auch nicht terrible. So, wir gehen jetzt in so einen Elite-Fight rein. Also gleich, also das Spiel ist wirklich sehr schwer. Ich habe hier etliche Aufnahmen versucht und es ist sehr, 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 sehr unangenehm. So, Apply 3 Frontal Diamond. Okay, das ist gar nicht so schlecht. So, wir wollen Folgendes tun. Wir dashen jetzt nach vorne. Ihr seht schon, wir haben quasi Energie, ne? Wir können hier Items aufsammeln, wir sind in einer Arena, in einer Sklavenarena, das heißt, wir werden tatsächlich mit übelst viel Shit beworfen. So, wir machen mal den hier. Oh, das habe ich discarded. Oh, sehe ich das? Was passiert eigentlich, wenn ich das auf den... Ah, der ist immun, ne? Ist der immun? Ne, der plant irgendwas. So, aber das ist in Ordnung. So, dann wollen wir natürlich ein bisschen garden. Boom. Fertig aus. Das heißt, hier muss man überlegen, wo geht der Gegner hin? Wo könnte er hingehen? Was plant der Gegner als nächstes? Man kann sogar sehen, wer wann was tut, was angreift. Der hier plant natürlich seine Stärke zu verbessern, wenn ich zum Beispiel keinen Combat-Spell mache. Na, das heißt, wenn ich das hier mache oder Initiative, also ein Action-Spell, dann rennt der los. Er rennt nicht los, aber dann verbessert er sich. Das heißt, ich muss jetzt überlegen, mache ich das oder nicht? Normalerweise würde ich das machen, weil jetzt Free Damage ist. Jetzt müssen wir es tun, aber jetzt heißt es, er kriegt für immer einen Schaden mehr. Das sagt. Das sagt mega krass. So, aber wir verprügeln erstmal seine Homies. So, Equipment with Reload ist, genau, wir müssen halt reloaden. So, zack. Na, und während der reloadet, ist ein bisschen unangenehm, aber wir haben ja noch die anderen Waffen, keine Sorge. So, bumm, wann wird denn der Feuerdamage gemacht? Takes it at the end of each turn. Oh, das ist gut. Dann machen wir so. Das heißt, ich beende jetzt den Zug. Und er kriegt Damage. Sehr gut. Und das konnte ich nicht verhindern. Ich habe leider keine sinnvolle Karte gezogen. So. Der ist immer noch am Reloaden tatsächlich. Und der hier ist immer noch am Nerven. So. Wir haben diesen Crossbow. Ne? Der Crossbow ist natürlich cool, dass er so viel Range hat.
Aber ist das für uns worth? Wir machen mal so. Also wir schlagen erstmal den hier tot, weil dann erwacht dieser Boy. Was ist das hier? Whenever you deal unblocked damage, apply one bleed. Mailbreaker. Piercing Damage. Das ist krass. Also das ist eine besonders schöne Waffe. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind in einer Arena. Das heißt, wir werden regelmäßig mit Shit beworfen. Den wir einsammeln können. Was echt cool ist. Also sogar die Heal Potion oder sowas. Ich gehe mal hier runter. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass er hier reinlatscht. Okay, das Feuer ist weg. Oh, ich krieg das wieder? Oh, das ist ja nett. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja ein richtig guter Spell. Ich habe den tatsächlich viel schlechter eingeschätzt. Na gut. Also wir gehen hier hin. Machen hier, denke ich, so ein bisschen eine Firestarter-Action. Machen Wind-Up. Wie reload ich denn? Requires one damage dealing. Increase damage by reload. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man reloadet. Aber ich schieße einfach mal auf den. Nee, kann ich nicht. Kann ich auf den schießen? Wie lange reloadet der denn? Wie lange reloadet der? Ich glaube, ich nehme jetzt diesen Speer ganz einfach. Ja. Das ist eine Frechheit. So, End Turn. Wir lassen den natürlich hier möglichst lange in dem Feuer latschen. Vielleicht sogar am besten in dem Feuer kämpfen. Der macht jetzt 17 Damage. 17 ist schon abstrus viel. 17 ist schon abartig viel. Die Gegenstände, die hier rumliegen, die können wir am Ende, by the way, einsammeln. Das ist auch zweihändig, ne? Zweihändig bin ich tatsächlich sehr schlecht. Okay. Also ich glaube, wir machen Folgendes. Wir hacken so krass wir können in sein Gesicht. Der Grund dafür liegt darin, dass er hat ein Schild. Oh, er geht sogar echt beiseite. Das finde ich cool. Er hat ein Schild. Wenn wir den Schild durchbrechen, dann haben wir einen ganz großen Vorteil. Und zwar ist der dann gestunt. Und zwar echt lange, muss man sagen. Na, das heißt, wenn wir es hier schaffen, durch sein Schild durchzukommen, und das müsste exakt jetzt funktionieren tatsächlich. Select yourself to reload. Machen wir mal. Ah, jetzt reloade ich. Ah, ich kann das auf mich selber. Boom. Oh, nee, der verbrennt unter dem Schild. Unangenehm. Ich meine, der Effekt ist der gleiche. Boom. So. Der Effekt. Also jetzt noch betont. Aber nicht mehr in dem Feuer. So, okay. Dann boom. Damage ist drauf. Okay, das war jetzt sehr schlecht gemacht von mir. Very bad. Very bad. Aber wir haben immer noch Range. So, wir können ihn immer noch abfackeln. Also das Abfackeln ist richtig insane. Das Abfackeln gefällt mir mega gut. Wenn wir noch Wind-Up, wir hauen jetzt die ganze Zeit mit der anderen Hand zu. Na, wir müssen den halt killen. So, Reloading. So, End Turn. Okay, der geht nochmal. Ist der nochmal ins Feuer reingegangen? Nee, ist er nicht, ne? So, der macht jetzt 20 Damage. Das ist tatsächlich extrem viel. Wir gehen mal weg. Können wir jetzt auf den schießen? Nee, wir können nicht auf den schießen, weil es halt so... Ist ein bisschen weird, ne? So, okay. Ja, dann warte ich, glaube ich. Ich warte mal gar nicht. Ich will mal ganz kurz sehen, was er macht. Er rennt weg. Er versucht, das zu channeln. Das geht natürlich nicht, weil ich habe ja hier einen Crossbow. Boom! Er macht es trotzdem. Ich fuck den ab. Alter, dieser Flammenspell ist ja absolut ridiculous. Was ist mit ihm, bitte? Das ist ja amazing. So, boom. Der burnt ja richtig krass. Der ist tot. Weil ich glaube, der Burn-Damage wird angerichtet, wenn der Zug beginnt, ne? Ja. Sehr gut. Okay. Das war ganz schön Pain, Leute. Also das war extrem bad. Ich habe jetzt selber... Ich meine, das war ein Elite-Gegner. Also ist es okay-ish, I guess. So, Razor Sharp. Apply one bleed whenever you deal unblocked damage. Remove from deck until end of fight. So, also das behalte ich anscheinend. Das klingt natürlich crazy. Exhaust.
only whenever you deal unblocked damage. Das ist natürlich verrückt. Tough Nut. Gain 3 Hardy. Increase block gained from cards in your hand by 1. Stack decreases each turn. Das ist ja lustig. Hier ist übrigens Roll. Ja, wir haben auch, es gibt ja auch eine Rune, die heißt Dark Souls tatsächlich. Also hier ist einfach Dark Souls. So, die Health Potion. Die Health Potion nehmen wir mit. Der Crossbow hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Der Spear ist ganz cool. Der hat auch doppelte, der hat einfach mehr Range. Also du kannst, aber das Problem ist, du fatigst. Also jedes Mal, wenn du angreifst, kriegst du, also du wirst fucking tired. Das ist richtig schlimm. Aber der Feuerspell gefällt mir absolutely. So, wir meditaten. Und wir... Was machen wir? Ich will eigentlich ein Schild tragen. Wir forgetten mal noch eine Karte. So, wir forgetten mal. Wir machen, glaube ich, blau zu unserer Hauptwaffe. Das heißt, ich will einfach gute Karten haben. Ich hätte... Also das Problem ist halt, dass man... Ja, wir resten hier, glaube ich. Na, hier können wir nochmal trainen. Wir probieren das. Also ich meine, eigentlich müssen wir uns heilen. Oh, Jesus Christ. Aber hier ist Feuer gut. Wait, hier ist Feuer broken. Hier ist Feuer absolut freaking hyper broken. Ich glaube, ich nehme auch die Potion hier. Zack, erstmal heilen. So, das machen wir jetzt einfach aus Prinzip. Meine Alternative wäre, mit dem Crossbow ein bisschen rumzujeten, ne? So, aber da müssen wir uns ganz komisch bewegen. Aber wir müssen dahin. Wir müssen quasi so. So, und jetzt kann ich mit dem Crossbow schießen. Ne, könnte ich nicht, weil die Range nicht ausreicht. Wow, wie sad. Das ist sad. So. Boring. Oh, die fangen an sich zu flamen. No. So, boom. Okay, der Burn ist drauf. Ich habe vergessen, wegzugehen. Aber wir haben ja hier noch Schilder. Also, das ist in Ordnung. So, der Burn Damage. Oh, die sind so... Oh, der... What is he doing? Der ist da rein. Ich meine, I take it. Und hau dem jetzt mal in die Phrasen, aber dass da kommt, dass die tatsächlich gelangweilt sind, finde ich halt absolut krass. So, nochmal Burn. Ey, der Burn-Spell ist ja übel gut. Also der ist wirklich fantastisch. Das habe ich nicht gewusst. So, der verbrennt jetzt, ne? Ja, ey, fantastisch, sehr gut. Also harter Counter tatsächlich. Da bin ich richtig glücklich. So, Backstab. Apply one vulnerable. Backstep klingt ja absolut amazing. 6 damage, expend all block in the... Oh my god. Wir machen mal Backstep. Ich mag generell Spells, die for free sind. Das Rusty Sword. Nee, ich will eigentlich ein Schild hier haben. Ich meine, die Idee mit dem Crossbow ist tatsächlich cool, weil wir sehr flexibel sind. Wir sind halt lächerlich flexibel damit. Wir können jetzt nochmal resten. Aber ich... wahrscheinlich, ne? Damit ihr auch was seht. Leute, das ist meine vierte Aufnahme, glaube ich. Und ich habe richtig geintet. Na, ich habe eigentlich ein gigantoplasmanisches Gigabrain tatsächlich. So. Aber. Nein, ich habe das nicht gemacht. Ich habe das wirklich nicht gemacht. Das warst du. So, das Problem ist ja, der wird übel kräftig, der Boy. Der da unten auch. So, das heißt, wir müssen da runter und dem erstmal in aufs Maul geben. Boom. So, dann ist der auch interrupted. Oh, das war so dumm. Ah. So, die rennen mir jetzt hinterher. Das ist tatsächlich hier eine harte Nummer, muss ich sagen. Ist eine harte Nummer. Ich überlege, ob ich jetzt einfach alles totschlage, was ich sehe, weil die werden nun mal kräftig. Aber ich hoffe einfach, dass ich wegrenne, sie abfacke. Ich glaube, das ist mein Plan. Weil ich brauche jetzt wirklich Schaden. Also wir müssen die Leute jetzt auch hier, guck mal, mir wird ja krasser Shit zugeworfen, ne? Aber der hier, was macht denn der hier? Piercing kann ich. Deal Piercing Damage. Das
ihr seid keiner da, der irgendwie super, super schlimm ist oder so. Oh no, das ist der Bogen. Fuck. Ich sehe jetzt erst, dass das der fucking Bogen ist. Oh no, Stitch. So, okay. Ah, ich muss den wegschmeißen. Ich muss den Bogen tatsächlich weghauen. Der ist zum Glück da reingejietet. So. Der Bogen ist eigentlich eine coole Idee. So grundsätzlich. Bam. Jetzt kommt hier eine Trap. Das ist vielleicht ganz cool. So, wir können jetzt einmal schilden. Können wir auch reloaden? Zählt das auch als Reload? Ist das ein Guard Reload? Das wäre amazing, wenn das so wäre. Aber das ist wahrscheinlich nicht so. So, wir beenden den Zug. Ja, wir müssen das Ding wegschmeißen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wegschmeißen kann. Ob ich den unaufgeladen wegschmeißen kann. Kann ich das? Ja. Geil. Das finde ich gut. So, okay. Wir müssen hier übel viel abfackeln. Das ist ganz wichtig. Dann müssen wir trotzdem wind-upen und müssen halt hier den Shield aber sowas von hochfahren. Weil die Typen, die haben halt 5 Milliarden Stärke. Also die sind wirklich Nightmare-Fuel für mich. Ich muss sagen, ich werde echt häufiger mit diesem Spell spielen. So, und jetzt aber auf die Fresse. Auf die Fresse, wie ihr sagt. So, wunderbar. Jetzt schmeißen die hier mir ein Großschwert zu. Wir nehmen die Trap. Benutze ich die gleich? Benutze die mal hier. End turn. So, ich hoffe, dass der jetzt einfach hier reinlatscht. Ja, er ist so dumm. So. Wir machen gleich, der kann gleich anfangen zu brennen. Das kann er sofort machen. So, machen wir Repel, dann hauen wir den hier. Und dann soll er mal hier reinkommen. Mit seinen 50 Stärke. Mach das mal. Ich könnte sogar den Bogen nehmen, ne? Ich könnte hier den Bogen nehmen. Aber der haut halt übelst krass zu. Ich glaube, hier könnte sogar der Bogen wirklich worth sein. Ich muss wegrennen. Ich muss wegrennen, Feuer wegrennen. So, wir machen jetzt so. Wir nehmen den Bogen wieder. Machen Wind-Up. Reloaden. Ist das ein Reload gewesen? Das war kein Reload, oder? Reload geht, glaube ich, nur mit Attacken. So, der hier verbrennt fleißig. Das ist absolut fantastisch. So. Running and burning. Das ist mein Leben. Running, burning, reloading. Das ist cheesy. Aber es ist auch anders nicht possible. Guck mal, der macht 18 Schaden. Ob ihr die Drogen komplett in den Hals geschoben habt, ey. Das ist zu viel Damage. Wir winden nochmal ab, du. Wir kriegen jetzt trotzdem übelst viel. Also ich glaube, wir müssen weg. Ich meine, der da unten wird verbrennen. Der ist dead. Der ist hyper-dead. So, die Frage ist, klatschen wir den auch um? Der macht 20 Schaden. Ich kann den nicht töten. Ich meine, der wird verbrennen. Der ist tot. Wir hauen den jetzt hier, ne? Wo soll man denn hin? Kann ich wegrennen? So, der bricht doch nicht ab. Warte, ich mach 12. Oh! Wieso habe ich 12 gemacht? Ist der verwundbar da? Wieso bin ich so gut, ohne es zu wissen? So, 4 HP verlieren und das ist halt auch krass. Final Blow. Increased by 1 each time this card is retained. This fight. Will not be discarded. Ja, Final Blow, das ist natürlich, das 2 Damage ist tatsächlich, wir skippen das mal. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es gut ist. So, also der Crossbow, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich will hier lieber ein Schild haben. Bisher war der Crossbow echt nicht schlecht. Aber wir verkaufen mal, ich brauche das Gold. Wir haben jetzt, also die Idee war, dass ich jetzt hier, was ist denn hier passiert? Ach nee, das ist schon leer. So, okay, warte mal. Hier kriege ich diesen Knuckle Dagger. Attacks 2 times. Oh, das ist sick. Kostet aber eine Menge. Dann haben wir eine Bombe.
Und dann haben wir eine Snaptrap. Ich glaube, die Bombe ist krass. Ist auch ein Firestarter. 75 Gold, na. Wir machen mal lieber das. Ich glaube, so ein Item finde ich cool. Aber dann will ich lieber Rich einkaufen. Und wir kaufen Karten. So, wir gucken mal. So, das ist krass. Reload Drug. Also das ist sick. Oder? Ist sick. Was ist das? Pick a card from your draw pile and add it to your hand. Aber das Ding ist dann weg. Und der ist nicht weg. Fuck. Fireball. Fireball of fire. That deals 8 damage. Applies 2 burn. Knockback. Oh, ein Feuerball, Leute. Feuerball fühle ich aber auch hart. Feuerball? Feuerball? Feuerball. Und dann removen wir noch eine Karte, würde ich sagen. So, wir wollen mit Blau defenden, aber das ist ja hier schon. Mach mal den noch weg. Oh, remove. Strike ist einfach schwach. Das ist einfach whack. Wir wollen hier ein Schild haben. Vielleicht sollte ich irgendwann auch Items... ja. Wir machen jetzt noch ein Fighting, aber nochmal einen Schock. Alter. Okay, die sind eigentlich mein Tod. Aber tatsächlich ist es hier nicht so schlimm, weil Feuerball. So, der hier greift da. Also wir müssen auf jeden Fall weg. Die Frage ist halt, ob wir den hier... Ob wir das ist... Das reicht nicht als dann, ne? Also ich glaube, ich will lieber dahin. Ich glaube, ich will dahin. Ich glaube, ich dashe. Und dann slam ich. Und dann ist der betäubt, ne? Ja, Mann. Das ist ja klug. Dann mache ich das. Und weil ich jetzt hier gar nichts bedroht habe, hau ich dem halt aber so hart auf die Fresse, wie es nur geht. So, und dann beende ich meinen Zug. Dann müsste der jetzt verbluten, oder? Bleed. Naja, verbluten die. Er ist immer noch betäubt. So, Feuerball. Oh mein Gott, ist das gut. Und die ist die wegknockt. Machen wir aber nicht. Wir müssen tatsächlich hier hin. Machen den Feuerball dahin. Das trifft er nicht. Instant cooked. Kostet ja auch 2 Züge. Werfen noch den Stein hier. Ja, auch ein schöner Tod. Und dann machen wir hier noch eine... Kann ich das auf den werfen? Wir machen da noch eine Snaptrap hin, damit der da reinlatscht. Zack. So. Genau, und jetzt können wir den theoretisch sogar abfackeln, ne? Fuck, ich habe mich jetzt vergessen zu bewegen. Aber ist egal. Nehmen wir noch genug Schilde. So. Die sollen mal ein Schild zuwerfen. Oh, der die gehen da rein. Junge, so ein Feuerball. Boom. Okay, Mage. Also, das ist schlimm. Ich hasse ja Mages. Ich hasse Mages, Leute. Sidestep. Wind up. Und der verbrennt. Der reloaded. Tschüss. Der Feuerball wird sogar von Dings verstärkt. Das ist ja völlig crazy. Oh mein Gott. Ich hab's die ganze Zeit falsch gespielt. Slam ist übrigens überwichtig. Das Ding ist halt Slam. Slam ist tatsächlich illegal wichtig. Was die soll das Quatsch, ne? Ich meine, ich kann es trotzdem mitnehmen. Es ist besser als nichts tatsächlich. Ist tatsächlich besser als nichts. Oh, die Potion habe ich einfach auch sinnlos weggeschmissen. So, ich glaube, wir machen noch einen Fight. Also ich kann jetzt den Champion fighten, dann würde es alles verschwinden und ich würde für Healing kriegen. Aber ich glaube, mit meiner neuen Feuerball-Taktik bin ich ja hier. Wait, wo gehe ich am besten hin? Ich knock den weg einfach, oder? Den knockt's ja, den knockt's ja dagegen. Ich mach so. Alter, ich bin einfach ein fucking... Ich hätte den töten können, wenn ich ein Gehirn hätte. Burn, 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 burn.
So, die machen halt alle null Schaden, ne? Wisst ihr, was wir machen? Wir machen Super Omega Lehe Power Shield. Und ich glaube, wir reflektieren das alles jetzt. Ja, ich glaube, wir töten die durch die Reflektion. Seht ihr das? Weil Access, also ich bin halt aber auch lächerlich. Lächerlich klug bin ich. So, vor dem renne ich tatsächlich weg, weil wenn ich den haue, verliere ich Leben. Oh, ich habe sogar noch Items bekommen. So. Ja, ich muss so quasi machen. So. Ist ein bisschen seltsam, aber der hat halt Stacheln. Ich krieg Damage, wenn ich ihn haue. So, Think Fast. Think Fast ist incredible. Also das ist incredible. So, was ist das hier? Payback. Die 14 Damage. Reduce cost by 1 each time you lose HP this fight. Oh! Das ist auch gut. So, was ist das hier? When attacked, die 1 Damage. Spiky. Gain 2 Spiky. Das ist witzig. So, Spear machen wir nicht. Okay, das war gut. Wir gehen jetzt, glaube ich, mal in den Shop und dann machen wir den Boss, würde ich sagen. Die Frage, ob wir Items... Ich nehme mal Items, glaube ich. Ich weiß nicht, wie teuer Items sind. What the fuck is this? Das sieht ja insane aus. In Hand... Oh, wir können die Stats verbessern. Wusste ich gar nicht. Habt ihr das gewusst? Sell Items. Kann ich hier was verkaufen? Value 9? Und wir können 10 insgesamt. What the fuck? So, also das ist natürlich kompletter Quatsch. Bag of Tricks. Bag of Tricks. Komm, wir kaufen jetzt einfach den Bag of Tricks. Bag of Tricks statt dem Ding. So. Können wir nochmal Karten ziehen. Das ist wahrscheinlich das Beste. Ich meine, die Zuschauer werfen uns eh noch irgendwas zu. Und dann gehen wir, glaube ich, zum Boss. Und jetzt heilen wir uns für... Oh my God, ich dachte, wir heilen uns irgendwie 10 oder 20. So, also der Typ, ich erinnere mich an den Typen, der ist super disgusting. Der macht übelsten Schaden. Wir machen jetzt sofort Bag of Shit. In der Hoffnung, dass wir jetzt schon anfangen können, vor dem wegzurennen, tatsächlich. Meine Gain 2 Spiky ist halt tatsächlich völlig useless. Ne? Ich meine, ich behalte das, glaube ich. Aber es ist schon utter garbage. So. Wir können jetzt nochmal slammen. Ja, wir slammen, glaube ich, einfach von dem weg. So. Und dann beenden wir den Zug. So, ich weiß nicht, wie weit der laufen kann. Aber ich hoffe, dass er mit... Ich hoffe, dass er einfach Feuerbälle mag. So, wir machen Wind-Up, damit wir hier so einen richtigen Todesball nach dem werfen. Ja, das ist mein Playstyle. Wir beenden den Zug hier. Wir stehen hier ziemlich gut. Das ist tatsächlich mein Playstyle. Feuerball. Endturn. Das ist mein Leben. Feuerball. So, hier machen wir nichts. Ja, ich hätte einen Stein werfen können, glaube ich. So, der will näher ran. Können wir nicht. Können wir nicht zulassen. Feuerball. So, der will jetzt nochmal hauen. Jetzt müssen wir bald aufpassen. Aber ich glaube, ja, wir können nach da. Nee, ich glaube, wir müssen gar nicht nach da. Wir werfen erstmal. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, weil dann hätte ich... Ich verdoppel gerade meinen Damage. So. Okay. Das Witzige ist, das weiß er gar nicht, dass ich ihn jetzt... Tatsächlich stunnen, ne? Er hat seine Guard gebrochen. Das Problem ist halt, dass wir nichts gezogen haben. Was wir hätten gut verwerten können. Wir haben jetzt den Feuerball gezogen, ne? Aber er ist immer noch betäubt. Das heißt, wir gehen nach da. Das ist ein Geschoss, ne? Das ist ein Geschoss. Das heißt, wir machen Wind-Up. Wir hauen den jetzt einfach trotzdem, ne? Guck mal, wir machen sogar... Machen den Power Move. Power Move. Boom. So. Und nochmal. Boom. So, und jetzt ist das Problem. Jetzt wird er aufwachen. Und wir haben leider nicht den Feuerball. Oh, was macht er? Er geht. Er mag sein Leben überhaupt nicht. Und wir haben sogar Slam gezogen.
Warte mal, das heißt aber, das können wir jetzt sofort den hier machen, ne? Wir können sofort abfackeln. Und dann können wir weg. Leute, ich glaube, wir haben ein gutes Deck. Oh, der ist crisp. Das ist definitiv ein crispy Chicken, ist das. 17 Schaden, ein bisschen was von. Also wir müssen aber mit dem Burn. Der Burn, Alter. Der ist fatigued. Weißt du, was das heißt? Wir hauen dann noch einen Feuerball rein. Das ist witzig. So, wir werden den zu. Wir machen hier. Nee, wir hätten hier noch Feuer machen müssen. Ich bin dumm. Damit er nicht näher rankommt. Wir machen Wind-Up und ich beende meinen Zug. So, der Schlag ist schon sehr hart tatsächlich, den er jetzt macht. Der Schlag hat es tatsächlich in sich, aber der Burn-Damage bei dem ist mittlerweile quersahnig. So, oh, wir wurden gestunt. Aber ist okay. Stun heißt bei uns tatsächlich, dass wir uns immer noch bewegen können. Im Gegensatz zu dem fucking Feuerball, den wir ihm gerade ins Gesicht geschmissen haben. So, jetzt macht er nichts, ne? Wir können jetzt das loswerden, tatsächlich. Der ist noch ein Zug müde. Und das Ding ist halt, also das hier sieht jetzt fies aus, was er macht. Aber tatsächlich ist das pretty bad, weil ich kann ihn jetzt wieder hauen. Er ist wieder stunned. Das heißt, wir können nochmal abfackeln und wir können nochmal normal schlagen. Also unser normaler Schlag, müssen wir ganz ehrlich sagen, ist halt... Oh, der hat noch ein Leben. Leute, wir haben gewonnen, Mann. Tatsächlich gewonnen. Aber müssen auch... Also auch ich dusche mich jetzt, glaube ich. War eine schöne Dusche. Gigablade. Deal 8 Damage plus 2 Additional Damage. For fatigue. For each fatigue in your deck. Plus 3 dann später. Oh my god. So, select a new fight. Hier, roll. Können wir gar nicht benutzen. Move one tile. Reduce its cost for each time this card is retained in this fight. So. Hunker down. Block is removed from each turn if you don't move. It's not removed. Ah, ich bin. Also, Full Tank. Aber es ist. Das hier ist gut. Das ist tatsächlich der beste Block, den wir haben. Da kann ich so einen normalen Block rausnehmen. So, die Potion nehmen wir mit. Und dann ein Accessoire. Jetzt kommen die Relics. So, gain one each turn, reduce reward cards to 2. Oh my god. So. Move one tile. Ah, ich kann es nochmal, oder was? Oh, Initiative kostet 0. Das ist nicht schlecht. Draw one additional card each turn. Oh, das ist alles geil. Das Ding ist. Warte mal. Eliminate. Remove from your deck. Permanent. Ey, das verstehe ich nicht. Warum denn permanently? Wir machen mal das hier. Ich glaube, damit sind wir am flexibelsten. Oh, wow. Ich habe nur... Okay. Ich habe nur 2 Slots anscheinend. So. Second Level. Underground Arena. Ich war noch nie im Second Level. Aber wir machen einfach mal weiter. Wir machen einfach so lange, bis wir sterben. So, Slimy. Was macht denn Slimy? Enemy is creating a clone of the same HP of himself. Add one slime to your hand whenever it deals damage. Unangenehm. So, wir haben jetzt zweimal Slam hier. Kann ich den interrupten? Muss ich interrupten, oder? Ich habe ihn nicht interrupten. Aber ich kann nochmal Slam, ne? Slam? Jetzt?
Da ist es Stunt. Oh, da kommt aber ein dickes Schwert geflogen. Du. Und dann hauen wir dann hier nochmal drauf, du. Oh, oh. Okay, das ist ein Feuerball. Boom. Alter, Feuerball ist ridiculous strong. Also es ist nicht mehr feierlich. Okay, jetzt brauche ich eine Menge Slams. Oh ja, das werde ich auch kriegen. Nicht. Okay. Also der ist useless. Den werden wir stabben. Können wir auch den da stabben? Weil das hier wird eine richtige... Das, wie machen wir es denn hier am besten? So eigentlich, ne? So, den hier unten können wir stabben. Und dann können wir eigentlich sehr viel schilden tatsächlich. Wir gucken mal noch. Also einmal Schild werde ich auf jeden Fall. Repel ist tatsächlich broken. Also Repel ist super broken. Pass auf. Wir werden jetzt quasi Full Armor gehen. Und wenn die uns jetzt hauen, Thornmailen wir die tot. Weil das Remaining Zeug quasi den trifft. So. Okay, hier kriege ich selber den. Aber die verbrennen eigentlich alle, ne? Der hier nicht. Aber der Rest verbrennt. So. Winder ist ja völlig egal. Oder? Warte mal, ich könnte den Feuerball... einfach nur für die Show. Manchmal braucht man einfach nur Feuerbälle. Die Feuerball ist einfach dumm. So, warte mal. Das Ding kostet 0, ne? Ein Opener. Discarded if it's not played first. Ja, das ist eigentlich okay. Ich glaube, den können wir nehmen. Wir haben ja weniger Auswahl, ne? So. Imperial Longsword is two-handed. So, dann haben wir den hier. Searing Blow. Pyrophobia. Additional Burn, whenever Burn is received. Das ist nicht schlecht. So, Longsword ist auch wieder Two-Handed. Kann er leider Two-Handed nicht gebrauchen. Aber der Two-Handed geht nicht. So, wir können auch eine Karte forgetten. Ja, ich würde so ein paar Schilde forgetten wollen. Aber erstmal trainieren wir nochmal. Was können wir denn hier machen? Oh, der kriegt aber richtig viel. Holy shit. Das wird nicht billiger, ne? Es wird billiger. Ich meine, es wird exhausted. Das ist schon shit. Aber es wird billiger. So, wir forgetten jetzt das ja. Wir forgetten das. Machen noch ein cooles Event. Give it a shot. Nochmal der. Was macht das? Into Strength. Ja, okay, wir machen mal so. Oder? Ach, keine Ahnung, scheiße. Ja, ist Quatsch. Leave. Wir hätten noch weiter random Items bekommen können, ne? So, wir machen nochmal Meditate zum Forgetten. Oha, was ist das? Heavy. Cannot pull or knock back. Oh, das ist unangenehm. Macht 12 Schaden. Aber das ist, also, nur weil er das kann, heißt es nicht, dass ich hier nicht einen Feuerball reinjete in den Laden. So, das ist wieder die Super-Axt hier. Das ist zu heavy. Zu heavy, zu heavy, zu heavy. So. Ja. Dann machen wir, noch den hier, glaube ich, ne? Plus 3. Pyro Shitty. Ne? Ich weiß nicht, wie weit er sich bewegt. Aber wir machen nochmal eine Karte ziehen. Ja, Backstab wäre cool. Also vielleicht wäre eine Ranged Weapon tatsächlich nicht schlecht. So. Oh. Können wir nicht wegpullen, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir können. So, wir können tatsächlich trotzdem noch mehr. Warte mal. Der schlägt die beiden Felder, ne? Ich könnte.
So, wir könnten nach... nach da. So machen. Dann können wir sogar noch weiter wegslammen. Was wir sogar, aber ich weiß bloß nicht, ob eine Ecke gut ist, tatsächlich. Alter, der kriegt halt illegal Damage. Ja, wie oft kann ich das benutzen? Ah ne, das ist nur eine Straight Line, oder? Warte mal, so? Kann ich das jetzt benutzen? Boah, was haben wir jetzt? Also der burnt insane, Leute. Den Feuer, wir holen noch einen Feuerball. Da ist er. So, wir müssen nach da. Rums. Nein, das ist Quatsch. Guck mal, wie viel Burn-Damage ihr kriegt. Der ist tot. Der ist tot einfach. Der ist einfach legit tot. Wir können den jetzt einfach aus Spaß hauen. Was einfach cool ist. Aber der verbrennt. Leute, Feuerball ist einfach redonkulos. Was passiert, wenn ich da reingehe jetzt ins Feuer? Kriegst du sofort Damage? Wir warten mal. Ja, der ist tot. Noch ein Feuerball? Leute, wir haben es. Also, ich brauch einen Zauberstab. Ich brauche tatsächlich einen Zauberstab. Was ist das? Crippling Trap. Oh, das ist cool. Traps finde ich gut. Aber ich muss mein Deck langsam verkleinern. So, die Axt ist zu groß. Wir brauchen nur kleine Sachen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich einen Bogen nehme. Der Feuerball, Mann. So, wir vergessen noch mal ein bisschen Scheiße. Slam finde ich gut. Kartenziehen finde ich gut. Wir können hier noch mal... Das ist hier der Strike. Können wir wegmachen. So, dann können wir noch mal einen Shop. Holen wir uns ein Item? Ja, wir holen uns mal ein Item. Guck mal hier, so ein Shield. Oder so ein Crossbow. Increase Range, Attack Range by one penetrate target. So, and Head Stats. Increase Power Moves. Die kann man so kaufen. Aber wir nehmen, glaube ich, ein Shield. Ich glaube, wir nehmen einfach ein Schild. Boop. Fertig aus. Tschüss! So. Ja, wir fighten uns, glaube ich, hier durch, ne? Aber die sind schon stark. Und der will hier lang chargen, ne? Die müssen aber tatsächlich. Aber wir müssen mal gucken, ob wir einen Feuerball ziehen. So, wir ziehen Feuerball. Aber wo hauen wir den hin? Wait, das müssen wir jetzt klug machen. Und wir hauen den erstmal irgendwo hin. Charge der weiter? Kann ich zwei treffen, ne? Sehr absolut amazing. So, wir machen, glaube ich, erstmal Wind-Up und Wind-Upen erstmal hier den übelsten Feuerball. So, ich glaube, damit ist er erstmal sehr glücklich. Dann machen wir hier noch mehr Feuer hin und dann gehe ich da weg. So, dann burnt er erstmal übelste Sorte. Könnte ich den backstabben, ne? Backstab ist erstmal grundsätzlich was Feines. So, da ist eine Armbrust. Wir können dem jetzt lächerlich viel Schaden machen, wird aber 14 Damage kassieren. Ich glaube, wir hauen den jetzt einfach weg. Ums. Ja, ich glaube, wir mussten den tot hauen. Das war's in 10 Mal die Lüde. Was ist das? Art of War, gain 3 poised. One additional card next turn. Sind ja amazing. So. Jetzt bräuchte man wieder einen Feuerball, würde ich sagen. Warte mal. Trap. Der wird da durchcharged, ne?
Wird der, der wird da aufgehalten. Geil. Sehr gut. So, okay. Ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Ja, ich hätte, ich glaube, ich brauche einen Bogen. Zack. Ich glaube, ich brauche echt einen Bogen. So. Wir müssen weg, ne? Den, glaube ich, hier weg. Hauen jetzt hier, ich meine, wir können auch da einen Feuerball hinhauen, oder der ist sowieso festgehalten. Ja. Ich glaube, es ist so besser, wenn ich da einen Feuerball hinhaue, den hier noch so ein bisschen angobel. Oh, nee, der charge da noch rein. Rums, der tötet, der Teamkillt. So, der Teamkillt da auch noch. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, jetzt müssen wir was aushalten. Aber das können wir auch. Wir haben ja dieses verbesserte Ding. Wir können nach da dashen, da hätten wir es ein bisschen leichter. Aber wir würden eine Energie verbrauchen. Aber ich glaube, es ist trotzdem besser, erstmal den Dash zu machen. Genau, weil wir wissen ja nicht, was wir ziehen. Wir können dem jetzt übelsten Damage drücken oder einfach keinen kassieren. Ich glaube, kein Kassieren ist tatsächlich besser. Weil ihr seht ja auch, dass die einfach tatsächlich einfach nur burnen wollen. Okay, hier knockt es mich übelst weg. Alter, das ist einfach. Der ist einfach nichts mehr übrig. So, ich glaube, wir nehmen noch. Wir blocken noch mal so viel, wie es geht. Wir schaffen leider nicht alles, aber wir schaffen ihn auch nicht zu one-shotten. Er hat tatsächlich noch echt viel Leben. Wir können hier rausslammen, was mega gut ist. Ich glaube, wir werden ihn backstaben. Dann noch ein bisschen nerven. 9 Damage. 9 Leben hat er noch. Aber er hat nicht genug Burn. Also wir müssen wirklich defensiv slammen. Machen hier, glaube ich, noch eine Trap hin. Und dann beenden wir den Zug. Ich meine, entweder geht da lang. Just. So, also ich bin aber auch wirklich gut. Also ich muss sagen, der Feuerball entschärft blind. Geht der besser? Ah! Ich glaube, ich nehme wieder. Ich nehme eiskalt den Crossbow. Art of War. Ja, das nehmen wir mit. Ah, ich habe mich verklickt, Mann. Das wollte ich nicht. Das Ding muss ich jetzt sofort removen. Außer es ist gut. Im Shop kann ich nochmal removen, ne? So, wir probieren es nochmal. Also. Ja, wir könnten noch Karten ziehen. Das ist das Ding. Wir gehen erstmal nach da, würde ich sagen. Dann machen wir uns Tanky. Oh, yes, bitch. Zack. Das ist perfekt. Das ist halt ein guter Starter. Weil der da, was macht der? Plants to attack, a lob, posture, super attack. Ja, genau. Der würde jetzt hier irgendeinen Blob irgendwo hinjieten. Genau. Jetzt brauchen wir einen Slam. Und wir kriegen auch einen Slam. Ganz wichtig. Das Ding ist halt, wir können besonders slammen, indem wir 2 Slams machen. Ne? Wir machen so. Was ist denn das hier? Guck mal. By one week. Okay. Okay, das müssten wir jetzt wahrscheinlich sogar machen. Wir weaken ihn. Ah, das wurde discarded. Okay, dann ist es sogar fast okay. Ich finde, wenn es discarded wird, ist tatsächlich sogar gut. So. Boom, weil er schießt nämlich auf seine eigenen. So, Self-Destruct. Okay, das ist krass. Das ist unangenehm. Wir kommen leider nicht ganz raus aus der Situation. Ne? Wir könnten slammen. Die Frage ist halt, was ist der Nachteil vom Slam? Wir können auch nach da tatsächlich. Nee, wir können das ohne Slam lösen. Das Beste ist tatsächlich, wenn wir es ohne Slam lösen. Wenn wir es ohne Slam lösen, brauchen wir nochmal Karten. Wir könnten nochmal wind-upen und nochmal richtig hoffen, dass wir einen Feuerball kriegen. Ne? Haben wir aber nicht gekriegt. Dann machen wir noch einen Trap. Hier so. Move the item. Ach so, ja, kannst du move.
Das ist ein Kackschwert gewesen. Das ist scheißegal. So. Ah, wir haben den Feuerball gezogen. Fuck, das wollte ich nicht. Das war meine größte Angst. Ich hätte es nicht machen dürfen. Das war dumm. Das hat mir eventuell einfach alles versaut. Und der brennt halt immer noch. Oh, der geht lieber ins Feuer. Das finde ich geil. Der geht tatsächlich lieber ins Feuer. Das feiere ich. So, wir könnten jetzt reloaden. Das ist schon mal gut. Und dann werden wir aber hier so richtig hochgarden. Weil das halten wir jetzt einfach aus. Und werfen wir sogar noch legit ein bisschen Damage zurück. Hier ist immer noch die Hier burnt doch alles. Also alles ist einfach am Heaten. Hier noch drei. Ich glaube, ich mache so, ne? So hier. Bam. Und dann werden wir aber hier auch nochmal... Oh, wir können den Blind 12. Oh, 12 ist ja übel viel. So, der ist genau die Trap. Also du bist ein Trap. So, ich glaube, wir werden so, dann Slam, dann hauen wir dir einfach einen Feuerball in den Butt, ey. So, und dann werden wir den zu. Die ganze Arena brennt, weil der ist immer noch getrampt. Ist verrückt. Dann schießen wir den ab. So. Okay, ich glaube, Armbrust ist es, Leute. Armbrust ist my way. Repel nehmen. Repel ist richtig gut. Wir nehmen Repel. Wir nehmen die Trap. Und dann müssen wir wieder Sachen loswerden. Wir können eine Sache loswerden. Wir kriegen tatsächlich übel wenig Gold. Oh, das kostet zum Glück nur 100. So. Ich habe übelst Angst, dass es mehr kostet. So, Blind. Blind war, ja, also terrible war es jetzt nicht. Es ist tatsächlich eine halbwegs solide Attacke. Ich nehme Guard aus, auf jeden Fall. Guard ist Müll. Wozu? Wozu sollen wir Guard benutzen? Und raus. Confirm. So, wir können nochmal resten. Da können wir nochmal trainen. Kann man Blind kostenlos machen? Nee. Boah, es macht nur 2 Damage mehr. Das ist ja übelster Garbage. Ich wollte da nicht drauf drücken. Ich wollte es nicht. So, Backstab geht auf 8 hoch. 8 Damage für 0 Energie. Das ist insane. Ja, das Ding ist auch billiger. Oh, das konfirmen wir. Ich glaube nicht, dass sie den Feuerball billiger machen, by the way. Wir machen noch einen normalen Fight. Ich denke, beim Endboss muss ich langsam sterben. Das Video geht schon eine Stunde. Ich habe zwar übelst viele Aufnahmen probiert, tatsächlich. Oh, das ist ein Taurus, ne? Cool. So, was macht der hier? Der will mich versuchen zu fesseln. Wir benutzen jetzt keinen Slam, tatsächlich. Wir benutzen keinen Slam. Wir haben... Ja, wir könnten schießen, das. Oh, wow. Du bist ja unangenehm. Fuck. So. Also, wir müssen auf jeden Fall dahin. Dann hoffe ich auch, dass wir auf Double Damage... Okay. Wir können immer noch Double Damage ziehen. Aber dann würden wir auf super viel Schaden... Boom, der hat tatsächlich nicht viel Leben. Also ob der jetzt nun Stärke bekommt oder nicht, ist ziemlich egal eigentlich gerade. Crippling Trap. Oh, hier so eine Trap, ne? Oh, das wurde das. Nee, discarded. Das wurde nicht exhausted. Dann denkt wieder gar nicht. So, burn, burn, burn. Der hat tatsächlich sehr viel Leben, aber der. Oh oh. Oh oh. Müssen wir blenden. Müssen wir bleiben. So, ist das Ding besser? Okay. So, der wird uns wehtun. Das ist natürlich nervig. 22. Wie macht man das? Also, wir müssen eigentlich nach da, ne? Aber wir müssen dann hier so außen rumlaufen. Aber eigentlich egal, wie wir was machen, ne? Das wird scheiße. So, Wind-Up machen wir auch noch. Wir können noch eine Trap hinsetzen, ne? Hier so, glaube ich. Weil wir hoffen einfach, dass er irgendwie... Alter, der hat ihn getötet.
Wir können so machen. Nochmal wind up. Das Ding ist halt, ich knock den gerade nicht weg, ne? Es ist tatsächlich besser. Ich bin dumm. Da habe ich Glück, dass ich noch einen Slam bekomme. Aber ich halte es fast aus. Das war tatsächlich mega dumm. Weil ich muss eigentlich, ich muss ganz woanders hin. Wir machen jetzt so. Und so, dann ziehen wir nochmal. So, und dann beenden wir den Zug. Wie viel läuft der mal? Der muss auf jeden Fall lange durchs Feuer laufen. Wir haben jetzt keinen Dings mehr, ne? Das ist jetzt kacke. Aber wir haben noch übelst viele Traps. Und ich habe vergessen, jetzt zu laufen. Ich bin so ein Idiot. Das Gute ist, dass die Traps nicht abfackeln. So, der macht den immer noch stärker, aber der kriegt nicht mit, dass er hier schon 8 Feuerstacks hat. Und der ist jetzt gelähmt. Das ist natürlich trotzdem doof, weil ich hier nicht wegkomme, ne? Allerdings. Habe ich tatsächlich fast genug Armor, um hier 0 Schaden zu kriegen, ne? Ich wurde gestunt tatsächlich, weil der übelst wegknockt. Aber das ist nicht schlimm. Kostet 2, ne? Wait, das habe ich immer. Kann ich ihn bleiben? Der hat noch Burn drauf, ne? Der ist tot. So, alles richtig, was ich gemacht habe. Alles richtig. End turn. Zack, der geht da sofort rein. He wants to die. So, reloading. Was macht der? Der macht nichts. Der He's burning. Leute, ich bin ja absolut amazing. Ich muss sagen, ich schäme mich noch nicht mal. Und Traps. Mehr Traps. Schlimm. Ich schäme mich nicht. Er geht in die nächste Falle. Das ist so gut. Ich bin gut. Brand. Das Ding ist halt, es kommt nicht auf null. Also, das ist schon ein cooler Spell. Es passt tatsächlich auch, ne? Wir confirmen das mal und nehmen. Das beide ist das gleiche, oder? Nehmen wir noch mit. Ich confirm das mal und nehme einen Schuss raus. So, ich kann jetzt aber den Champion. Oh, den Champion, komm. Dann können wir uns hier nochmal heilen. Jetzt verliere ich doch. Alter, was ist das? Was ist mit dir? To catch you. Der hat 800 Leben. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Ignores the effect of cursed tiles. Curse. Evil energy used for attacks. Also wir gehen erstmal nach da. Dann machen wir auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall sowas. So, dann könnten wir den. Müssten, also der will mich catchen, ne? Das ist schon eine unangenehme Kombo. Was ist das hier? Reduce Attack Damage. Oh, das ist gar nicht so schlecht. So, dann machen wir die Trap. Ja, dann können wir auf jeden Fall. So, dann müssen wir hier trotzdem Feuerball hinwuchten. Dann müssen wir uns schilden. Also ich muss. Es ist ein bisschen ärgerlich. Die Energie ist auch sehr leer. So, wir müssen den jetzt. Das Gute ist, wir können den hier hauen. Und jetzt schießt er eine Line. Okay, also das ist ja schon mal eine Line schießt. Schon mal übel gut. So, jetzt hoffen wir, dass wir einen Slam ziehen. Okay. Warum kann ich nicht auf ihn schießen? Ach so, weil das Nahkampf ist, oder? Oh. Okay, dann machen wir erstmal das.
dann müssen wir uns jetzt nochmal bracen. Ich meine, es ist nicht mal viel Damage. Er ist tatsächlich weak. Au. So. Jetzt kommen unsere Slams. Okay. Hm. Wo gehen wir am besten hin? Also der hier. Restoring Cursed Energy for Ranged Attacks. Okay. So, das ist eklig. Wir können natürlich in das Feuer selber rein. Er ist immer noch im Feuer drin, was ganz cool ist. Wir können den erstmal blinden. Aber der will uns catchen. Dafür müssen wir unser erstes Slam verwenden, um wegzukommen. Aber ich glaube, wir müssen nach da. Gain one each turn. Reduce the card. Reduce rewarded cards to choose from. Oh my god, da will ich nicht, da will ich nicht sein. So, okay. End turn. Mal gucken, ob wir, wie langsam der sich bewegt. Das ist wirklich wichtig. Kill, kill. Okay, der ist halt wirklich, der ist sehr langsam. Das ist schon mal überragend. So, die fehlende Geschwindigkeit bei ihm ist unser way to go. So, wir können auf den, wir müssen mal reloaden. So, können wir auf den schießen? Das ist so geil, ey. Wait, was hab ich gemacht? Ich hab geschossen, oder was? So, kann der getrappt werden? Ja, ne? Sag bitte, du wirst getrappt. Gut. So, okay. Wir können uns leider nicht gut bewegen. Müssen uns aber trotzdem bewegen. Die Frage ist, kann ich ihn abbrechen? Ja, ne? Oh, er schießt auf seinen eigenen Mate. Aber es brennt nicht mehr. Er ist immer noch Garuda, ne? Ist immer noch hyper-rooted. Wenn wir nach vorne gehen, ist es dumm. Ich meine, die Feuerbälle machen auf jeden Fall ihre Arbeit. Der ist immer noch, der war immer noch gerootet, ne? Also jetzt geht's aber nicht mehr, ne? Jetzt werden wir von dem festgehalten. Ich meine, wir könnten jetzt nach da gehen. Den hier mit der übelsten Superscheiße versehen. Aber jetzt kassieren wir, ne? Aber jetzt rootet er uns auch. Wir können uns befreien, aber wir haben keine. Also man braucht halt mehr Bewegungsspells tatsächlich. Man braucht halt richtig viel Bewegungsspells. Wait, der ist weg. Warum ist der weg? So, okay. Also wir können auch da runter. Wir können den dann wegstoßen, tatsächlich. Wenn wir den wegstoßen nach da. Ne, wir müssen da, pass auf, wir müssen so machen. Dann Double Damage. Und dann so einen Feuerball. Dann knockt den nach hinten. Und der schießt auf seine eigene. He's still burning like shit. Ja, ich bin tatsächlich ein guter Spieler, ne? So, jetzt macht er einen übel guten Move für uns tatsächlich. Ja, wir können jetzt natürlich hier wenig machen. So, was ist das hier nochmal? Two Pierce.
Deal direct damage. Wir müssen hier weg, ne? Können ja nicht beides machen, ne? Naja, er macht nur 13 Schaden. Das ist actually wenig. Nur 13 Damage. Ja, nach da. Bei dem machen wir jetzt gerade durch die Rüstung Damage, ne? Und wir holen uns mal das. Oh, das ist ein Feuerball. Fuck, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir können natürlich den Schaden blocken. So, der ist, wir sind wieder intercepted des Todes. Können zum ersten Mal diesen Brand Damage auf den machen, tatsächlich. Dann sind wir nicht mehr intercepted. So, dann müssen wir wind-upen. Dann müssen wir hier noch mehr Brandschaden. Oh, der ist jetzt tot, tatsächlich, ne? Reloading. Der ist tot. Und wir auch. Ich war ja übel gut. Also ich fand mich amazing. Gut, benutzt den Feuerball, Leute. Haut rein. Das war Elena in the Arena. Oder of the Arena. Bye.